Ja, sollen wir anfangen? Ja, let's go. Moment, so irgendwo da, ne? Ja. Hallo Leute, hier ist euer Telix und ich bin heute zu Besuch und zwar bei Olli von Tekkontor Kiel. Ja, moin, hallo Leute. Ja, ich habe überlegt, ich habe schon lange kein Tea with Friends mehr gedreht und ja. Da ich ja quasi jetzt mit dir ein bisschen an der Quelle sitze, habe ich gedacht, wir machen das heute einfach mal. Genau. Was haben wir uns denn da rausgesucht? Du hast jetzt vorhin so ein bisschen gekramt und dann Tee rausgesucht. Richtig, du hattest was gesagt, ob wir vielleicht noch so ein Buddha's Hand haben und hattest eigentlich an einen anderen Tee gedacht, ursprünglich an so einen Alishan aus 2012, den wir zwar auch haben, aber der jetzt leider gerade im Laden steht und nicht in meiner Schublade liegt. Aber da hat sich noch ein sehr schöner anderer Buddha's Hand Fushu gefunden aus 2007. Ja, cool. Genau, Shitting. Also auch ein bisschen gereift, gelagert, ne? Genau. Ich habe tatsächlich bei mir jetzt noch gar nicht so viel über gelagerte Oolongs gesprochen auf dem Kanal. Ja. Wie würdest du das beschreiben? Was macht so eine Lagerung mit einem Oolong? Das ist ein guter Punkt, weil genau die Frage habe ich nämlich dieses Jahr auch mal gestellt in Taiwan. Und es kann einen guten Oolong vielleicht ein bisschen im Positiven verändern. Lagerung alleine ist so jetzt keine Garantie, dass ein Tee besser wird. Er muss schon eine gewisse Qualität haben, eine gewisse Verarbeitung. Und dann kann sich das durchaus dezent auch in den Jahren verändern. Ist jetzt vielleicht im Vergleich zu Pu'er vielleicht nicht ganz so rasant. Es wird eher eine langsamere Entwicklung. Und ja, also wir haben jetzt ein paar schöne gelagerte Oolongs getrunken, wo ich mir das vorstellen kann. Man hat natürlich dann den direkten Vergleich oft Ja. nicht. Muss man dem auch so ein bisschen Glauben schenken. Aber es ist eine langsame Reifung, die dort stattfindet. Nicht, also wirklich eine langsame. Ne? Und was genau würdest du sagen, macht die Reifung? Also beim Pu'er ist es ja oft, dass der Tee ein bisschen runder wird, so ein paar erdige Noten noch mit im Geschmack kriegt. Ist es beim Oolong das gleiche Phänomen oder geht es da in eine andere Richtung? Dass das so wirklich erdige Noten und sowas bekommt, das dauert definitiv ein bisschen länger und ist auch viel dezenter als Okay. Pu'er, würde ich von meiner Erfahrung her sagen. Was es, glaube ich, bewirken kann, dass ein Oolong in sich gesetzter und komplexer wird. So, das sind Sachen, die ich durchaus auch mal über, jetzt gibt es mal einen Tee, den man vielleicht dann mal 3, 4 Jahre später trinkt. Das ist noch keine lange Zeit bei Ja, das stimmt. Oolong-Lagerung. Deshalb sind die Erfahrungswerte oft so ein bisschen, ja, auch auf andere Erzählungen und Erfahrungswerte mitgebaut. Aber das ist was für mich auch ein bisschen Sinn macht, dass so der Tee ruht, komplexer wird. Er muss allerdings wirklich gut entverarbeitet sein. Ne? Ja, Ja. okay. Ich habe tatsächlich bei denen, die ich probiert habe, oft festgestellt, dass die auch so bestimmte nussige Noten, die Ja. sie vielleicht, stelle ich mir vor, vorher nicht hatten und auch oft so ein bisschen was von bestimmten Dörrobstarten bekommen. Also ist das auch was du so sehen würdest oder habe ich dann wirklich eher nur bestimmte Sorten probiert, wo das dann halt so ist? Die Erfahrung habe ich auf jeden Fall auch schon gemacht. Also das ist ein Geschmack, der sofort in dem Augenblick, wo du sagst, habe ich schon direkt fast auf dem Gaumen. Dieses, was so ein bisschen steinobstmäßig, dörrobstmäßig, eine gewisse Süße, die sich entwickelt. Das ist definitiv was ich auch schon öfter mal erfahren habe, so bei gelagerten Oolongs, dass ich das Gefühl hatte, das kann daher kommen. Ne? Ja. Ja. Ja, cool. Also ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt. Ich Ja. würde schon mal ein bisschen hier schnüffeln. Ja, mach das. Ich werde mal kurz die Kanne hier so ein bisschen vorwärmen. Wir haben ja schon das Wasser am Köcheln. Ein bisschen Wind haben wir hier auch, jetzt müssen Ja. wir aufpassen. Bisschen Wind. Ja, tatsächlich, also der hat so eine ganz typische Note auch für einen gelagerten Oolong, auch wenn er noch gar nicht so alt ist. Nee. Ja, mit 12 Jahren ist ein Tee noch nicht so wirklich alt. Aber ich finde, die Tendenz ist auf jeden Fall da, ne? Doch, also würde ich auch sagen, also wir könnten auch nochmal an der, ist noch vielleicht noch, warte mal. Oh doch, ist auch hier schon präsent, trotz Wind. Ich wollte gerade sagen, sonst könnten wir nochmal an der Tüte Aber wenn du es schnüffeln. da hältst, dann kann ich es hier riechen. Ja, genau, der Wind kommt von da. Nee, ist
Würde ich auch sagen. Hat schon so eine leichte Lagernote, hat hier aber auch so ein bisschen so eine, bin mal gespannt, so Dörrobst, aber auch so ein bisschen Kakaomäßiges ist noch da, finde ich. Wollen wir mal in die warme Kanne tun, die hier im Wind wieder abkühlt, dann können wir noch mal gucken, was uns der Geruch danach so... Du darfst gerne mal als Erster riechen hier. Oh. Ich habe die Ehre. Ja, also ich verstehe, was du mit dem Kakao meinst, mit dem Schokoladigen. Also das ist interessant, das hatte ich in der Form jetzt noch nicht so häufig. Meistens ist eher so diese Dörrobstnote wirklich sehr präsent und die Mischung finde ich echt, ist wirklich angenehm gerade. Ist bei dem bisschen, ich denke, das liegt auch am Kultivar, an der Verarbeitung, an diesem Fushu, dass der eine besondere Note hat. Und es ist schon ein bisschen anders als bei allen anderen gelagerten Oolongs, die ich auch so kenne, muss ich sagen, die von anderen Varietäten sind, Strauchvarietäten. Also da, ich bin mal gespannt. Also ich habe den Tee ja schon mal getrunken, du jetzt noch nicht. Nee, den noch nicht. Genau, ich hatte schon mal was von dem Cultivar. Ja. Das ist ja auch bekannt dafür, dass besonders große Blätter hat. Ja, das stimmt. Ja, cool. Soll ich mal aufgießen? Auf jeden Fall. Ich gieße mal hier, wir wecken ihn mal ein bisschen auf, machen mal so einen kleinen Spülgang hier. Guten Morgen. Guten Morgen, lieber Tee. Werd warm und wach. Viele Sachen muss man ja so als Teetrinker auch mit Humor sehen. Ne? Ja, das stimmt. Ich glaube, wenn man bestimmte Formulierungen, gerade wenn es so aus dem Chinesischen kommt, dann zu ernst nimmt, dann ist schon gleich cool. Ganz gut die Farbe da. Ich würde sagen, das gönnen wir mal dem Garten. Wir können die Kapsel noch mal ein bisschen anwärmen hier. Ja. Das wäre schon mal ein bisschen ausgekühlt hier. Im Spätsommerwind. Dann gießen wir nochmal hier ein bisschen die Pflanzen. Und freuen uns jetzt auf den ersten richtigen Aufguss. Mal gucken. Oh, warte mal. Kleiner Gruß an Paul. Ich habe das Brett nochmal schnell verschoben. So. Gut. Ja, also. Habe jetzt auch ein bisschen höher dosiert, denke ich, hoffe ich, dass wir da keine ganz langen Ziehzeiten abwarten müssen, dass wir auch gleich schon loslegen können. Auch wie für Long typisch hat man jetzt auch echt schon tollen Duft, ne? Ja, all around. Ich trinke ja in letzter Zeit überwiegend Pu'er. Ja. Pu'er ist einfach anders, finde ich. Ne? Da geht es wirklich mehr um Wirkung und um das Gefühl, was der Tee einem im Mund macht. Natürlich gibt es auch da geschmackliche Nuancen, aber ich finde, beim Oolong ist es einfach ein viel stärkeres Thema. Ne? Gerade so Geschmack und Aroma. Das ist bei Pu'er eher so ein nebensächliches Ding. Ja, würde ich auch so bestätigen. Definitiv. Was ich dir hier meine. Eine kleine Kaps. Ja, ich glaube, da bleibt nichts mehr über. Vielleicht ein ganz kleiner Schluck hier fürs Kamerateam. Ich gebe das mal um die Ecke hier zum Abholen. Ja, mal gucken. Dobby hat Sockengeschenk gekriegt. Ja, kannst du auch mal dran schnuppern. Oh. Ja. Hat sich aufgebreitet. Gar nicht gut beschreiben, aber es ist wirklich... Ich bin auch mal sehr gespannt. Toller Duft. Ich bin mal gespannt, wie wir da uns geschmacklich und mit Beschreibung annähern, weil da habe ich nämlich bei dem Tee auch manchmal immer so ein paar Probleme schon gehabt, weil da sind ein paar Noten drin, die dem Tee wirklich ganz eigen sind. Wow. Ja. Weißt du, was das Spannende ist? Der riecht tatsächlich wirklich so schokoladig mit so einem Hauch von vielleicht diese Trauben-Nuss-Schokolade. Sowas in die Richtung hat er im Geruch und im Geschmack.
nehme ich weniger von diesem traubigen, fruchtigen wahr. Ja. Und habe so einen leicht erdigen Beigeschmack hinten so auf der Zunge, den ich ganz angenehm finde. Und tatsächlich war mein erster Gedanke jetzt echt, ja, also mein Vater hatte früher einen Walnussbaum bei sich im Garten. Ja. Und wenn da die Walnüsse runtergefallen sind und dann die Schale so langsam quasi weg, ja, ich will jetzt nicht gegammelt sagen, weil es einfach dem Thema nicht gerecht wird, wenn die Schale dann quasi weg war und man dann die frischen Nüsse, die noch die leicht feuchte Schale hatten, ja, wenn man die genommen hat und daran gerochen hat oder ja, die dann frisch geöffnet hat, also den Geruch, den würde ich quasi jetzt geschmacklich da so einordnen. Mhm. Also hat tatsächlich ein bisschen was von diesen Walnussschalen, finde ich. Mhm. Das ist ein guter Vergleich, finde ich. Und ich bin gespannt, weil der Tee hat wirklich verschiedene Gesichter. Und ich bin mal gespannt, ob er die auch jetzt in diesen verschiedenen Aufgüssen gleich noch zeigt. Weil ich glaube, der ist auch ein bisschen stärker in der finalen Erhitzung, in der Röstung. Mhm. Die man auch ein ganz bisschen am Anfang noch schmeckt. Wollen wir mal gucken, ob sich da nachher auch noch ein bisschen was verändert. Aber was du gerade gesagt hast mit diesen Walnussschalen, ja, ist auf jeden Fall interessant. Interessante Beschreibung. Mhm. Weil ganz so dunkel sieht es jetzt gar nicht mehr aus, das Blatt, ne? Wie es jetzt im trockenen Zustand war. Aber was ich spannend finde, ist, dass die Stiele alle so dunkel und scheinbar relativ fest sind. Ne? Ja. Ja, das war auch eine nette Anekdote in Taiwan, als wir da waren. Dieses Jahr, da sagte ein Teehändler, ja, wenn Westler teilweise zum Tee einkaufen kommen, sagen die, oh Mensch, wenn wir schon so viel Geld für so einen Oolong bezahlen sollen, könnt ihr die nicht ein bisschen besser sortieren? Und die ganzen Stängel mal raus sortieren. Und dann meinte der dann, ja, könnten wir zwar machen, aber es würde dem Tee nicht gut tun. Ne? Es gibt eine gewisse Sortierung, also ein paar Stängel sollen auf jeden Fall mit dabei sein, als Geschmacksträger auch, ne? Weil die auch im Prinzip ein bisschen Süße transportieren, ja, und wichtig auch da sind für so einen Oolong im Gesamtgeschmacksbild. Ich finde tatsächlich, dass diese Stängel auch ganz gut Körper geben. Ne? Also gerade wenn man mal, es gibt ja so Extremvarianten, gerade bei japanischen Tees gibt es ja diesen Kukicha, ja, wo wirklich extra Stängel, die sonst raussortiert werden, nochmal extra beigefügt werden. Und das gibt dem nochmal ein vollmundigeres Gefühl einfach. Mhm. Ne? Das stimmt. Mhm. Wow. Finde ich schon einen großen Unterschied jetzt zum vorherigen geht mir zumindest so. Ja. Ein paar von diesen so leicht röstigen, die dann manchmal so mit Hauch am Anfang auch ins leicht bittere gehen, so im Abgang, was beim ersten Aufguss auch mit ein bisschen dabei war, sind schon ein bisschen irgendwie Hauch umgewandelt, finde ich, so ein bisschen. Jetzt hat man so einen ersten Touch von, ja, auch von so ein bisschen rohen Kakao mit dabei. So eine ganz, ganz leicht, finde ich. Aber insgesamt auch. Ich hab ja tatsächlich immer so Begrifflichkeitsprobleme. Ja. Wer meinen Kanal regelmäßig guckt, weiß zum Beispiel, dass ich eigentlich nicht so gerne Yensha, also Felsentees, trinke, weil ich mit dieser Mineralität irgendwie wenig verbinde. Jetzt würde ich tatsächlich, also würdest du das auch so wahrnehmen? Ich hätte jetzt bei diesem Tee tatsächlich etwas, was ich als mineralisch empfinden würde. Und zwar leicht, relativ, ja, also ich finde es relativ recht ausgeprägt. Recht ausgeprägt, ja, ja. Aber doch, vielleicht liegt es auch daran. Definitiv, das sehe ich auch so, ja. Hast du recht. Ist auf jeden Fall da. Vor allen Dingen auch, je länger der Nachhall bleibt, auch so ein bisschen. Mhm. Auf jeden Fall. Ganz interessanter Tee. Ich habe das Gefühl, ich muss kauen. So. Ja, bildet ein bisschen Speichel. Und, ja. Und wenn sich das so mit dem Speichel verbindet, habe ich hinten in den Wangen jetzt doch nochmal diese leichten Anklänge von dieser Frucht. Ja, das stimmt. Spannender Tee. Ja. Ist das eigentlich ein Felstee? Also ich weiß, dass es dieses Fosho-Kultivar, das ist tatsächlich auch wohl als
in Wuyi als Felstee angebaut wird. Leider weiß ich das nicht ganz genau, weil wir sind mal in Shiding vorbeigefahren, aber haben leider das nicht geschafft, da noch hinzukommen. Es ist ja so ein bisschen südlich von Taipeh. Ist jetzt noch gar nicht so ein wahnsinnig bergiges Gebiet. Fangen so, glaube ich, ganz leichte Hügel an. Aber es kommt natürlich vor allen Dingen auf den Boden auch an. Und das kann ich jetzt leider gar nicht ganz genau sagen. Also da muss ich passen. Mehr davon. Ja, genau. Ach ja. Ah, auf jeden Fall wärmt er schon durch. Ich glaube, jetzt bist du mit Ja. deinem T-Shirt gut beraten. Mir wird nämlich auf jeden Fall innerlich gerade schon ein bisschen warm. Macht Die Spaß. Farbe ist auch echt Ja, schön. Farbe ist schön. Guck mal hier. Das ist wirklich jetzt ein schönes, ja, fast so ein Ja. bisschen bernsteinmäßig auch, ne? Genau, und ich finde optisch, also es ist ja Klar. komplett klar Ja. und durchscheinend und gleichzeitig wirkt es, also es wirkt tatsächlich im Gefäß von der Struktur auch schon ein bisschen viskös. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Das hat so ein bisschen was, muss ich auch sagen, erinnert manchmal an so gewisse, ja, vielleicht, wie du sagst, viskös, an gewisse, nur eben ohne diesen Ja, so wirklichen ein bisschen Anklang, ölig, ne? genau, ohne den Hintergrund von der Schärfe des irgendwelchen Alkohols, aber so Mhm. Noten sind definitiv da. Also finde ich auch. Ja, jetzt wo du es mit dem Alkohol sagst, also dieses, das kenne ich beim Whisky tatsächlich auch. Na, also ich selber trinke fast nie Whisky, aber ich habe halt Freunde und Bekannte, die das regelmäßig machen, da ist es auch so. Ja. Ich komme von dieser Nussschale, also nicht die Nuss selber. Ja. Ich komme von dieser Nussschale nicht los. Dieses leicht erdige, was. Ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt ein Tee, also es gibt ja wirklich so viele Oolongs, wo ich manchmal das Gefühl habe, wow, da weiß ich, wenn ich das jetzt von 10 Leuten, denen diesen Oolong so und so zubereite, weiß ich, dann sagen 8 davon, wow, das schmeckt ja irgendwie lecker oder interessant. Da gibt es ja so Oolongs, wo man irgendwie weiß, das ist wirklich likeable, den mag fast jeder. Da hat man so diese süßen Noten gleich Ja. und präsent am Anfang. Das ist schon ein Tee, der irgendwie jetzt nicht unbedingt gleich jeden anspringt, glaube ich, und begeistert, aber ich finde, er hat sehr interessante Seiten. Also, Ja, also ich würde ja. das jetzt vielleicht gar nicht so formulieren. Ja. Also ich denke, jemand, der ein bisschen Ja. im Thema ist, also ich finde, Qualität kann man halt auch einfach schmecken. Wir haben uns ja Das gestern auch schon ein bisschen darüber stimmt, unterhalten. ja. Und das auf jeden Fall. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht Leute gibt, denen der nicht spritzig oder nicht intensiv genug ist. Aber ich finde doch, dass das auch ein Tee ist, den man als versierter Oolong-Trinker Ja, zumindest auch durchaus genau. gut findet, ne? Ich finde es so unglaublich schöner Nachhall jetzt. Also ganz. Und das löst da bei mir auch aus. Man hat wirklich Lust auf mehr. Also man möchte die nächste Tasse trinken. Ja. Ich finde dieses Mundgefühl toll. Ja, ist wirklich so. Er klebt quasi überall, aber ohne dass es irgendwie. Ja, ich finde, manchmal ist es ja ganz schwer, so Sachen zu beschreiben. Ne? Und wenn ich jetzt sage, er klebt überall, ist es jetzt nicht, als hätte ich irgendwo was Schmieriges im Mund kleben, sondern er ist einfach noch da und es Ja, schmeckt immer noch und ja. das stimmt. Das sehe ich auch so. Nee, ist schön, dass wir uns hier mal treffen zum Tee Ja, trinken. ich freue mich Klasse, tierisch. ja. Vor allen Dingen freue ich mich über die Einladung. Das Klasse. ist Ja, super, dass wirklich. das geklappt hat jetzt. Ich meine, hast zum Glück gerade ein bisschen Zeit und Ja, genau. Ja, ich habe den ganzen Monat jetzt im Endeffekt frei wegen einem Jobwechsel. Ich bin offiziell arbeitslos, ja. Aber keine Sorge, ich lebe nicht von euren Steuergeldern. und
Ja, genau, ab Oktober fange ich dann eine neue Stelle an und so lange reise ich so ein bisschen durch Deutschland. Letzte Woche war ich zum Beispiel in Frankfurt und in Heidelberg und jetzt diese Woche war ich in Osnabrück, in Hamburg. Ja, dazwischen war ich noch für einen halben Tag in Diepholz und ja, jetzt bin ich froh, dass ich ein bisschen bei euch unterkommen kann. Ja. In Schleswig-Holstein war ich noch nie, in Kiel war ich dementsprechend auch noch nie. Ja. Und bin da mal gespannt, ja. Den Laden wollte ich ja dann morgen auch noch mal Genau, besichtigen. auf jeden Cool. Fall. So, aber cheers. Schmeckt er dir auch? Schöne Textur, Super. schöne Sehr Textur. schön. Sehr gerne. Lecker. Und er geht ganz schön in die Breite. Ist nicht nur so ganz vertikal Ja, oder so. Der findet schon so die ganze Gaumenbacke. ich find das cool, dass du das auch so erklärst, weil ich hab da manchmal so. Ich frage mich manchmal, ob das für andere verständlich ist, weil ich rede ganz gerne von hohen Geschmackstönen und von tiefen Geschmackstönen und von Spitzen und Breiten und also hoch ist bei mir quasi dann oft spitz und breit eher dieses Tiefe und ich finde das Tiefe des oder das Breite, das füllt halt wirklich den ganzen Ja, Mund aus, Wahnsinn. ohne dass es jetzt so einen Geschmack gibt, wo man sagt, das ist jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Traube oder das Ja. ist jetzt ganz klar irgendwas Blumiges oder so, sondern es ist einfach wirklich überall da und es macht einfach Spaß, ne? Auf jeden Fall. Und diese Spitzensachen sind manchmal, finde ich, auch ganz gut. So als einzelne Charakteristika, aber ich persönlich mag es auch lieber, wenn Tee alles ausfüllt, ne? Ja, doch, das muss ich sagen, das bietet er auf jeden Fall. Jetzt Was lässt uns alle? das Kamerateam alleine. Ja. Können wir jetzt über die ernsten Themen reden? Ja, klasse. Ja, cool. Ah, schon ganz gut aufgegangen hier alles, aber sieht gut aus. Das kleine Kännchen. Muss ich sagen, habe ich sonst früher auch nicht so gemacht, so eine Seitengriffanne für Oolong. Aber das haben wir in Taiwan jetzt auch öfter mal gesehen. Ehrlich, benutzen die Ja, Taiwanesen die haben wir gerne? öfter mal gesehen. War ich überrascht. Ja. Konnte ich gar nicht. Und dann dachte ich mir. Wobei die Form ja ursprünglich auch gar nicht japanisch ist, ne? Die Nee, Chinesen ja. hatten das ja auch schon weit Ja, vorher. auf jeden Fall. Das stimmt. Heute verbindet das immer gleich jeder mit Japan, ne? Da kriegt man manchmal dann auch so Fragen, darf ich da drin auch Weißtee oder Nein, nein, Oolong nein, dann kommt direkt die Teepolizei zu euch nach Hause. zubereiten? Das ist ja dann ganz, finde ich dann auch wirklich ganz, Ja. ja, finde ich auch völlig okay, sowas zu fragen. Aber da sage ich immer, wow, Aber also es ist, Toleranz, es Toleranz. ist respektvoll, finde ich, zu Ja, fragen, ne? Weil vielleicht verstößt man dagegen irgendwelche kulturellen Knigge und genau. ja. Wobei ich ja immer der Meinung bin, solange man das jetzt nicht in der chinesischen High Society praktiziert mit der Teezubereitung, ist ja eigentlich, finde ich, alles okay, was einem schmeckt, ne? Finde ich auch wichtig. Also das ist auch mein Ansatz. Das ist auch klar, möchte man versuchen, Teezubereitung auch so zu machen, dass man möglichst dem Tee oft auch gerecht wird, dass man schönes Ergebnis bei der Teezubereitung bekommt. Aber jetzt ganz viele Rituale damit zu verbinden, also ist auch nicht jetzt unbedingt Ja. für mich wichtig. Gutes Beispiel ist immer für mich, wenn wir mal Matcha zubereiten oder auch Leute nach Matcha fragen im Laden, dann sage ich manchmal, wenn Sie 2, 3 Minuten Zeit haben, dann mache ich Ihnen mal eine Matcha, dann können Sie es gleich probieren, weil oh, geht so schnell. Es geht oft schneller als ein Kaffee und ist auch kein Ja. Stilbruch, das mal schnell zu machen. Ne? Das Und stimmt. es muss nicht so, die Zeremonie dahinter ist oft auch manchmal ein bisschen zu viel und gerade auch in den Ursprüngen gar nicht mehr so oft so ganz populär und gerne gesehen, auch dort bei den Teetrinkern. Also das ist jetzt nicht allgemein gesprochen, ne? Aber
es gibt wirklich auch viele junge Japaner, die zum Beispiel mit der Teezeremonie nicht so viel anfangen können. Oder auch in China gibt es viele, die auf einfache Art und Weise Tee zubereiten. Ne? Wichtig ist, das Wichtigste ist immer der Tee, finde ich. Ja. Das ist ja, gerade bei Matcha gibt es in Japan ja auch tatsächlich mittlerweile total, ich nenne es jetzt mal nicht pervers, aber schon sehr fragwürdige Sachen. Ne? Ich habe jetzt letztens gesehen, es gibt so als Convenience-Produkt so Flaschen, wo du oben im Endeffekt so eine Kapsel hast, wo Matcha-Pulver drin ist. Ja. Dann drehst du es, dann fällt das Pulver ins Wasser. Dann kannst du dir den frisch in der Flasche aufschütteln. Hat natürlich den positiven Effekt, dass du wirklich frischen Matcha in dem Moment hast. Aber das würde ich tatsächlich fast als Stilbruch dann auch bezeichnen. Aber selbst das ist in Japan scheinbar okay, das zu machen. Ja. Das ist extrem. Also wenn man damit, will jetzt nicht zu viel darüber aber reden, aber wenn du teilweise allein in so Convenience Stores reingehst oder auch Supermärkte, das sind teilweise grüne Wände, da gibt es dann von grüner Pasta bis grünen KitKat bis von den Getränken, das abgesehen, da gibt es ganze Wände voller grüner, sag ich mal, auch viel fertiger Getränke und ja, das ist schon, es ist verbreitet, ne? Es ist einfach ein Groß und Ganzen hat das Grünteepulver da, spielt eine große Rolle und die eigentliche Teezeremonie, glaube ich, inzwischen nur noch eine relativ kleine. Ne? Das ist natürlich historisch wichtig und ja. Ja, cool. Nach wie vor. Spannend. Schmeckt immer noch, ne? Ja, und ich weiß, ich hab mittlerweile aufgehört zu zählen, wie viele Tees ich hier getrunken habe. Ich mal nochmal ein. Wir haben gestern schon alles Mögliche durchprobiert, ne? Ja. Da war auch einiges Schönes dabei. Und finde ich auf jeden Fall spannend. Es ist schön, zusammen Tee zu trinken, finde ich auch. Finde ich auch, ja. Ist echt, ne. Ja, das ist ja auch so der Hauptgrund, warum ich meine Videos tatsächlich mache, ne? Um für mich so ein bisschen durch das Quatschen in die Kamera irgendwie eine Art von Gespräch mit reinzubringen und vielleicht auch seine Gedanken einfach mal anders selbst zu reflektieren, aber auch um damit auch die Möglichkeit zu geben, anderen Teetrinkern zu zeigen, hey, so exotisch ist das gar nicht, es gibt auch andere, die sich auf dem Level gerne mit Tee beschäftigen und bei vielen kommt es ja auch gut an, ne? Ich habe regelmäßig auch Chat-Kontakt mit einzelnen meiner Zuschauer. Klasse. Und also liebe Grüße an alle, die schon mal mit mir geschrieben haben und alle anderen auch. Auch liebe Grüße von mir. Und ja, das ist schön, wie so eine Community dadurch auch entsteht. Und das ist eine ganz andere Art von Dialog. Schön. Nee, finde ich auch klasse, weil also muss man auch erstmal den Schritt machen, so sich da eben dann auch vor die Kamera zu setzen und zu sagen, Mensch, ich möchte mal hier ein bisschen was mitteilen, möchte ein bisschen mit dazu beitragen. Ich mache so meine Erfahrungen mit dem Tee und bin bereit, die zu teilen. Also ich habe jetzt noch das Glück, dass ich eine total teeverrückte Frau habe zu Hause. Das ist schon mal der erste Punkt, dass ich da eigentlich mehr oder weniger nie alleine Tee trinken muss. Tue ich vielleicht auch mal, gerade früh morgens um 6. Aber und ich habe auch natürlich mit dem Laden, da mit einem schönen Verkostungsraum, also da habe ich wirklich tolle Verkostungen, die auch immer wieder ihre eigene Dynamik entwickeln. Man plant natürlich schon so ein bisschen, was man so für Tees dort verkosten will, aber das ist toll, was dann die Leute mitbringen auch. So, wenn man dann natürlich mit ein paar Leuten zusammensitzt, entwickelt sich immer irgendwas. Und ich finde, aber auch durch ein Video, finde ich, glaube ich, können gute neue Impulse, neue Ideen fürs Tee trinken. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich. Ist ein aufregendes Ding mit der YouTube und mit der Tee-Community einfach. Ist wirklich spannend. Ihr habt ja jetzt auch einen YouTube-Channel, beziehungsweise der Channel existiert schon länger, aber jetzt seit einer gewissen Zeit produziert ihr auch wirklich Videos regelmäßig dafür. Genau. Wie ist das so entstanden, dass ihr da jetzt dieses Potenzial erkannt habt, sag ich mal? Ja,
Also es ist so genau, wie du schon sagtest, es gab schon vorher so ein paar kleine Mini, paar Sekunden-Videos teilweise, die waren auf YouTube sozusagen nur gelagert. Das waren so Sachen, die man mal in Reiseberichten, so kleine, ganz unprofessionell mit dem Handy gefilmte Sachen von irgendwelchen Tierverarbeitungen oder so. Aber dieses Jahr kam die Idee auf, bei Geli, meiner Frau und Luca, meinem Sohn, die beide technikbegeisterter sind als ich und auch mehr da unterwegs sind in der YouTube-Welt und sich gerne mal was angucken. Und Luca schneidet auch sehr gerne Videos und dann haben die gesagt, Mensch, du machst doch auch so viel Teeverkostung vor Leuten und so. Vielleicht ist das auch schön, mal ein paar Videos zu machen dann zu gewissen Themen, dass das auch Leute, die vielleicht sonst nicht kommen können nach Kiel oder so, Lust haben, Ja, sowas das zu sehen. kann ich gut nachvollziehen. Ne, auch mal ein bisschen was sehen können und ja, also genau, ich musste kurz die Idee reifen lassen in mir. Ich habe jetzt nicht sofort Juhu geschrien, aber ich bin jetzt eigentlich ganz froh, dass wir das machen. Mir macht es inzwischen auch echt Spaß. Genau. Ja. Ja, du hast nicht sofort Juhu geschrien. Wie war das das erste Mal so vor der Kamera? Ja. So ohne real, also ohne direkt greifbaren Ansprechpartner, nenne ich es mal. Das ist schon ein bisschen komisch, weil man, ich bin das ja gewohnt, im Laden oder auch bei Verkostungen, man hat immer jemanden, den man auch angucken kann. Das ist natürlich schon was anderes. So eine Kamera, die reagiert ja nicht auf einen. So im ersten Augenblick fühlt sich das ein bisschen kühl an, man ist ein bisschen verunsichert auch dadurch, finde ich, Total. wenn das fehlt, das Menschliche gegenüber. Aber man kann sich das ein ganz bisschen vorstellen nachher. Das hilft auch vielleicht so ein bisschen, das sehen Menschen auch Ja. nachher. Und gut, die können vielleicht nicht in dem Moment reagieren, aber kann natürlich später auch nochmal jemand eine Frage schreiben, wenn er was hat oder darauf reagieren. Und es regt vielleicht auch die Leute einfach nur mal an, was Neues zu versuchen, was ja, vielleicht das von einem Blickwinkel zu sehen oder genau. Also Ja. es ist ja auch freiwillig, sich das anzugucken, zum Eben. Glück. Das ist was, was mir tatsächlich auch geholfen hat. Eben diese vorhin auch schon angesprochene Kommunikation dann mit den Zuschauern, ne? Wenn man dann Fragen kriegt und vielleicht sogar mal auch ein bisschen länger mit Leuten chattet. Und bei mir ist es tatsächlich auch schon dazu gekommen, dass Leute in meiner Umgebung das dann irgendwie gesehen haben und dann sagten, hey, ich wohne quasi in einer Nachbarstadt und dann haben wir uns getroffen und seitdem ist es angenehmer, tatsächlich auch in eine Kamera zu sprechen, Ja, weil ich okay. etwa weiß, wen ich da gerade mit anspreche. Ne? Genau. Ja, das. Das ist Aber dieses Gefühl, das kenne ich, dass es sehr befremdlich ist am Anfang. Ja, wenn ja. man so die ersten Videos bei mir sieht, dann sieht man auch. Ja, und man kennt mich, dann sieht man, dass ich mich da teilweise sehr unwohl mitgefühlt habe. Ja. Woran ich auf jeden Fall auch noch arbeiten kann, ist, dass ich ab und zu dann mal wieder den Kontakt zur Kamera vergesse oder so. Das passiert einem mit Menschen eher nicht so, zumindest nicht für längere Zeiten. Da sieht man doch immer mal wieder dem anderen auch mal in die Augen oder so. Aber man starrt ihn auch nicht die ganze Zeit an. Deshalb, wenn man gerade bei der Teezubereitung ist oder dass man dann auch mal sich mehr darauf konzentriert und dann, oh, ach ja, da war die Kamera, ne? Ja. Und da wir das auch eher so ein bisschen live machen, das ist jetzt auch nicht so, dass man da ein Drehbuch schreibt und da jetzt irgendwie sich einen ganzen Tag für ein Video reserviert. Also da hätte ich, glaube ich, auch nicht so die Lust zu, muss ich sagen. Man muss gewisse kleine Ecken und Kanten und imperfekte Stellen auch irgendwie in Kauf nehmen, sag ich mal. Ja. Man kann dran arbeiten dann, ne? Aber das macht es auch Ja, authentisch, ne? Wir finde können ich ja auch. nicht alle so auf Hochglanz produzieren. Wir sind ja auch Richtig. keine großen Filmproduzenten. Nee, das Ja. stimmt. Ja, cool. Klasse. Zum Abschied habe ich noch ein kleines Thema für euch, beziehungsweise einen kleinen Teaser. Und zwar haben wir uns nicht nur so getroffen, also eigentlich haben wir uns schon auch nur so getroffen, aber wir sind schon lange im Gespräch, so ein kleines Paket auch vielleicht in Kooperation zu machen. Und da arbeiten wir jetzt dran. Wenn das Ganze fertig ist, dann mache ich euch da auch noch mal ein richtiges Video zu. Also bleibt auf jeden Wird Fall, interessant, ja, ich glaube auch, es wird glaube auf jeden Fall interessant. Also bleibt auf jeden Fall dabei und schaltet noch mal wieder ein, wenn ich meine nächsten Videos hochlade. Und guckt auch gerne mal bei Olli auf dem Kanal. Dem verlinke ich euch wie immer unten. Wir machen gleich noch ein Video zusammen für euren Kanal, ne? Das Jo. blende ich hier dann auch nachher mal mit ein. Und ja, Ja, solltet ihr noch klasse. kein Abonnenten sein und das hat euch hier Spaß gemacht, dann könnt ihr gerne hier an der Stelle meinen Kanal abonnieren. Und dann sage ich bis nächste Mal.
Alles klar, vielen Dank und ich sage auch bis zum nächsten Mal und habt eine gute Tasse Tee und ja, bis bald. Ja, bis dann, euer Telix. Ciao.